Der Deutsche Fußballbund hat sich von U21-Nationaltrainer Rainer Adrian getrennt und die Verantwortung für den Nachwuchs wieder an Horst Rubesch übergeben. Das gab der DFB nach seiner Präsidiumssitzung in Frankfurt bekannt. Adrian war mit der U21 bei der EM-Endrunde in Israel in der Gruppenphase gescheitert. Rubesch hatte die Auswahl 2009 zum EM-Titel geführt. Zuletzt war er Trainer der deutschen U18-Auswahl.